Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tech-Video. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr das Ausfallende bei einer Schaltung richtig errichten könnt, damit die Schaltung einwandfrei funktioniert. Viel Spaß beim Video! Als erstes ist es wichtig, dass ihr in den untersten Gang schaltet. In diesem Fall ist das der 12. Gang. Als nächstes bereiten wir das Schaltwerk vor, damit wir es demontieren können. Bei den SRAM-Schaltwerken könnt ihr den Sicherungsmodus einstellen, das heißt, dieser Link nach außen drücken. Die Shimano-Schaltwerke haben das nicht. Dort ist wichtig, dass ihr die Spannfeder vorne löst. Als nächstes könnt ihr das Schaltwerk lösen und wegschrauben. Hierbei müsst ihr vorsichtig sein, damit ihr eure Finger nicht einklemmt. Sobald das Schaltwerk weg ist, nehmen wir das Richtwerkzeug zur Hand. Hierbei arbeite ich mit dem Parktool-Richtwerkzeug. Das können wir befestigen. Und dann müssen wir immer die Felge unten mit der Felge oben vergleichen. Dann sehen wir, wenn wir einen kleinen Versatz haben und den korrigieren wir aus. Als nächstes kontrollieren wir vorne und hinten. Da sehen wir wieder eine Differenz. Das können wir mit Biegen nach innen oder außen einstellen. Wenn wir etwas verändern müssen, wenn wir das Ausfallende biegen müssen, dann machen wir den Schritt erneut, testen vorne und testen hinten, testen oben und testen unten. Sobald das Ausfallende gerade ist, könnt ihr das Werkzeug wieder demontieren und im nächsten Schritt das Schaltwerk wieder montieren. Anziehen, die Spannfeder lösen bzw. bei den Shimano-Schaltwerken die Vorspannung wieder einschalten. Dann könnt ihr weiterfahren mit dem Einstellen der Schaltung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In der Videobeschreibung markiere ich euch noch das Werkzeug und im Anschluss seht ihr verschiedene weitere Videos, die ihr schauen könnt. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.